Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr mir die Kinderstunde so per Film anschaut. Wir Kinderstundenmitarbeiter, wir vermissen euch wirklich sehr und wir denken ganz fest an euch. Und wir freuen uns schon, wenn wir uns wieder hier in der Gemeinde treffen können und wieder singen und lachen und spielen können und Geschichten aus der Bibel hören können. Aber bis dahin dürft ihr immer wieder mal einen Film anschauen. Wisst ihr, wer euch ganz dringend etwas sagen möchte? Na klar, die Molly. Ich hol sie kurz. Hallo liebe Kinder, geht es euch gut? Mir geht's auch ganz gut. Mann, ich muss immer daran denken, wie wir uns in der Kinderstunde begrüßt haben. Wisst ihr das noch? Ich bin zu jedem einzelnen Kind hingegangen und dann haben wir uns begrüßt und ihr habt immer mein schönes, weiches Fell gestreichelt. Oh, war das schön. Und dann wusste ich, ihr freut euch schon auf die Kinderstunde. Heute kommt eine ganz, ganz besondere Geschichte. Und die erzählt euch nachher gleich die Michaela. Aber bei der Geschichte passt mal auf. Da kommt was vor. Ich zeig's euch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf Brote und eins. Zwei Fische. Fünf Brote und zwei Fische kommen in der Geschichte vor. Habt ihr schon eine Idee? Na, dann schaut gut zu und hört gut hin. Jetzt geht's los. Jesus stieg auf einen Berg. Die Molly, die war natürlich auch dabei. Kamen sehr viele Menschen und folgten Jesus, denn sie wollten ihn sehen und ihm zuhören. Es kamen sehr viele Männer. Es kamen alte Männer, es kamen aber auch junge Männer. Alle kamen zu Jesus und wollten ihn sehen. Genauso kamen auch Frauen. Und sehr viele Kinder. Sie alle kamen zu Jesus und waren sehr neugierig, was er ihnen heute zu sagen hatte. Und Jesus, er freute sich auch, dass so viele Menschen gekommen sind. Und er erzählte ihnen den ganzen Tag von seinem Vater im Himmel und heilte auch viele Kranke. Die Jünger gingen zu Jesus und sagten ihm: Schick die Leute doch weg in ihre Dörfer, damit sie sich dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus, er wollte die Menschen nicht wegschicken, denn er freute sich, dass sie zu ihm gekommen sind. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen doch zu essen. Die Jünger schauten sich ratlos an. Woher sollten sie denn so viel Essen bekommen? Es waren immerhin 5000 Menschen. Doch dann kam ein kleiner Junge. Dieser Junge hatte zwei Fische und fünf Brote dabei. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Jesus nahm die zwei Fische und die fünf Brote, er hob sie hoch in die Luft und dankte Gott dafür. Dann nahm er das Brot, brach es und gab es seinen Jüngern. Die Jünger
Essen an die ganze Menschenmenge. Und alle haben gegessen und alle sind satt geworden. Wow, das war ein Wunder. Nach dem Essen wollte Jesus, dass die Jünger noch die Reste einsammeln. Denn es sollte nichts am Boden liegen bleiben und verderben. So gingen die Jünger also hin und sammelten alles ein, was sie finden konnten. Und am Ende blieben 12 volle Körbe übrig. Die Jünger, die staunten, denn so ein großes Wunder kann nur Jesus tun. Und Jesus gibt den Menschen sogar noch viel mehr, als sie überhaupt brauchen. Wow. Ui, das war vielleicht ein großes Wunder, das Jesus getan hat. Und wisst ihr was? Jesus, der hat mich, kleine Molly, lieb. Aber nicht nur mich, kleine Molly, sondern Jesus hat dich lieb. Du bist Jesus ganz, ganz arg wichtig. Liebe Kinder, wir wissen, dass viele von euch bald ihren ersten Schultag haben. Genau, und vielleicht auch den ersten Kindergartentag. Wir, Kinderstundenmitarbeiter, wünschen euch von ganzem Herzen ganz, ganz viel Freude dabei. Und vor allem Gottes Segen. Und wir freuen uns, wenn wir uns alle bald zusammen wiedersehen. Bis bald!